Was ist Handeln? Wir alle sind von morgens bis abends sehr aktiv. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das Hirn plappert unentwegt und bewegt sich von einer Sache zur anderen, unaufhörlich. Bei Tag und bei Nacht, in unseren Träumen. Das Gehirn kommt niemals zur Ruhe. Es ist ständig in Bewegung. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit der Frage des Handelns jemals beschäftigt haben. Was ist Handeln, das Tun? Das Wort Tun beinhaltet Gegenwart. Es bedeutet nicht, dass ich etwas getan habe oder tun werde. Handeln bedeutet jetzt tun. Richtig, genau, vollständig, ganzheitlich. Ein Handeln, das ganz, vollständig und nicht partiell ist. Wenn Handeln auf einer Ideologie beruht, dann ist es kein Handeln. Dann ist es eine Anpassung an ein bestimmtes, von Ihnen festgelegtes Schema. Und daher ist es unvollständiges Handeln, gemäß einer Erinnerung, einer Schlussfolgerung. Wenn Sie entsprechend einer bestimmten Ideologie, einem vorgegebenen Muster oder einer Folgerung handeln, dann ist Ihr Tun immer noch unvollständig. Es liegt ein Widerspruch darin. Wir leben in Unordnung. Unser Leben ist unordentlich, verworren, widersprüchlich. Wir sagen das eine und tun das andere, denken das eine und tun gerade das Gegenteil. Wenn die Unordnung beendet ist, gibt es logischerweise Ordnung. Diese Ordnung ist lebendig. Sie beruht nicht auf einem bestimmten Muster oder einer Schablone. Daher untersuchen wir schauen uns selbst an und lernen etwas über uns selbst. Lernen ist etwas anderes als das Aneignen von Wissen. Bitte schenken Sie dem freundlicherweise ein wenig Ihrer Aufmerksamkeit. Dass nämlich Lernen ein unendlicher Prozess ist, ein grenzenloser Prozess, während das Wissen immer begrenzt ist. Lernen setzt nicht nur visuelles, optisches Beobachten voraus, sondern auch ein Beobachten ohne Verzerrung. Die Dinge genau so sehen, wie sie sind. Dies erfordert Disziplin. Das Wort Disziplin bedeutet die Disziplin des Lernenden, nicht die schreckliche Disziplin des Althergebrachten, der Tradition oder dem Folgen bestimmter Regeln, Vorschriften und so weiter. Es ist ein Lernen durch klare Beobachtung, ohne Verzerrung, indem man ganz genau auf das hört, was der andere sagt, wiederum ohne Verzerrung. Und Lernen ist nicht kumulativ, weil sie in Bewegung sind. Indem wir also lernen, was Unordnung in uns selbst bedeutet, entsteht Ordnung auf ganz natürliche Weise, leicht und unverhofft. Und wenn es Ordnung gibt, dann bedeutet Ordnung Tugend. Es gibt keine andere Tugend als vollkommene Ordnung. Das ist vollkommene Moral, nicht irgendeine aufgezwungene oder vorgeschriebene Moral.